Okay, gut. Also YouTube, hier ist Hai Nakamoto. Und ich habe jetzt, es ist wieder mal Zeit, dass ich Geld verdiene. Also ich habe jetzt im Dezember über 100.000 verdient, im Januar habe ich auch über 100.000 verdient und jetzt kommt bald Februar und jetzt habe ich ein neues Projekt, wo ich eigentlich wahrscheinlich 100.000 verdienen will. Und das Projekt, das nennt sich Opium. Okay. Also ich erkläre kurz, was es ist. Das Opium ist ein Protokoll. Da geht es eigentlich um Versicherungen eigentlich. Warte, hatte ich irgendwas offen? Schauen. Öffne ich es nochmal. Oh, sehr gut. Ja, eben, also gut. Also es geht um Versicherung. Und da ist es auch, da geht es um den ganzen Derivatehandel. Also vorher hatte ich einen Medium-Post. Kann ich es nochmal öffnen? Also gut, Opium ist ein Protokoll, das Derivatehandel macht. Also um Versicherungen und alles, was eigentlich damit zu tun hat, für Kunden zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel, man kann sich gegen die Solvenz von USDT versichern. Also in der Regel kann man mit Yield Farming sehr viel Geld verdienen, aber man hat immer ein Risiko. Jetzt kann man sich mit ein paar Prozent von der Performance kann sich versichern gegen alle möglichen Risiken. Oder? Also Risiko ist in der Kryptobranche relativ hoch oder es gibt ein gewisses Risiko, dass man alles verlieren kann. Oder ja, und jetzt momentan will Opium will genau dieses Problem lösen durch die sogenannte durch die ganzen Versicherungen, die sie anbieten. Also eben Opium Insurance. Also schauen wir uns jetzt, müssen wir ein bisschen umschauen, was da so alles ist. Also eben, das ist die Versicherung. Da gibt es verschiedene Versicherungen, da kann man. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie die Versicherungen genau funktionieren. Und da muss ich mich halt nur dann durchlesen. So. Hier sind dann, glaube ich, die Rewards und so. Also gut. Das Projekt ist momentan relativ neu und darum habe ich auch nur sehr begrenzt. Also eben das Opium selber habe ich jetzt erst seit gestern habe ich es angeschaut und ich fand es sehr vielversprechend. Darum habe ich gesagt, ja, Dings, das sieht eigentlich gut aus. Stecke ich mal Geld rein und dann schaue ich dann nachher im Nachhinein, wie sich es generell entwickelt. Und jetzt eben momentan ist einfach was mich jetzt vor allem was mich gut fand, eben diese Dings. Also hier wird man eigentlich für das Staken wird man belohnt, also kriegt man 600.000 von diesen Tokens. Das heißt, man kauft sich ein paar Tokens, kann dann diese farmen, also kriegt dann mehr Tokens, und dann kriegt man zusätzlich noch One Inch und man kriegt diese Opium dann selber auch. Also total werden 600 One Inch Tech verteilt, das sind etwa 2,4 Millionen, wenn nicht sogar mehr. Und dann noch 50 Opiums und die sind momentan fast 20 Dollar. Da kriegt man noch 2 Millionen, oder? Das heißt, da werden sehr viele Tokens geerbt, also total 4 Millionen. Und dann werden die verteilt auf diesen relativ kleinen Pool. Gehe ich da mal auf den Pool rein. Also momentan ist der Pool umfasst den 13 Millionen. Also hier werden auf diese 13 Millionen werden 4 Millionen verteilt. Also ich bin jetzt eigentlich bei 27.000, dort bin ich eingestiegen. Jetzt habe ich etwa plus, minus einen Gewinn von etwa 8.000 bis 9.000 Dollar. Und dann hole ich dann noch jeden Tag diese Rewards. Also es sind jetzt momentan 250 Dollar jetzt. Also gut. Und dann, das ist jetzt für die nächsten 30 Tage ist das so. Also ich verdiene jetzt damit etwa 7.000 Dollar, oder? Also ich habe bei 27.000 habe ich investiert, dann war 8.000 Dollar plus jetzt momentan und dann habe ich nochmal 7.000 plus. Und wenn das Protokoll so ist, dass es sich eigentlich so, wie es jetzt aussieht, eigentlich relativ gut entwickelt, dann könnte ich wahrscheinlich mein Geld nochmal verdoppeln. Also gut. Also schaue ich mal das genau an. Also zuerst mal kann man hier auf One Inch gibt es diese Pools. Und momentan ist diese Pool sehr klein, also jetzt nur 13 Millionen. Und in der Regel sieht man, dass eigentlich die meisten Pools eher so ähnlich APY haben. Also hier sind wir bei
100%, 120%, 86%, 96% und 52%. Und hier sehe ich eigentlich noch extrem viel wachsen. Das kann wahrscheinlich noch, könnte wahrscheinlich auf 50 Millionen gehen oder eher sogar noch mehr. Also mindestens 50 Millionen erwarte ich. Darum denke ich, dass der Pool wächst, weil momentan das Projekt halt sehr neu und dann kommt nach und nach eigentlich mehr Geld. Und daher sehe ich, also ich sehe da sehr viele Chancen. Und genau wie es genau funktioniert, muss ich selber noch genau schauen. Also eben, was das genau für ein Problem ist. Also ich habe gestern schon ein Video angeschaut. Also ganz genau, also ja, eben, wie sie das genau machen, hab ich nicht. Also ich habe gesehen, sie lösen die Probleme besser als Cover und die ganzen anderen Protokolle. Aber wie genau die Funktion ist und sein Use Case habe ich noch nicht genau gefunden. Und dann, ja, das ist, ich weiß nicht genau, wo wir. Also, das ist die Reward. Das ist dann die Token Matrix. Und dann haben Sie hier. Das sind die Investoren. Die Versicherung. Also es geht, glaube ich, um die Flexibilität. Irgendwo gab es ein gutes Beispiel von, was Opium macht und was die anderen machen. Ich finde jetzt, glaube ich, den Post nicht. Ah, genau, hier. Also, ja, genau, das ist es. Also hier zum Beispiel, es gibt, momentan gibt es, das sind die bekannten Versicherungen, die es gibt. Also Nexus, die schützen eigentlich nur gegen Smart Contract Exploits und nicht gegen andere. Also man kann sich hier nur gegen hauptsächlich gegen Smart Contract Exploits schützen. Und bei Opium ist das anders, weil es eine richtige Versicherung ist, kann man sich gegen jedes eventuelle Risiko, das man sich ausdenken kann, anscheinend versichern. Also man das selber minten. Also es gibt dann anscheinend, ich habe noch nicht herausgefunden, wie sie das genau feststellen, wann ein Versicherungsfall eintrifft und nicht. Also man kann sich gegen Smart Contract Exploits, Credit Default Events, Stablecoin, Custodian-Insolvenz, Imprimat Loss kann man sich auch versichern. Also Price Volatility kann man sich versichern. Saftrisk, Off-Chain-Risk. Also eben, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man sich versichern kann. Und dann eben ist es noch, wie bekommt man diese Versicherung? Man kann es direkt selber minten. Und das heißt, man muss nicht eine Versicherung fragen und dann ja Dings. Also es ist vom Aufwand her, ist es sehr einfach. Ich weiß nicht genau, wie man feststellt, wer eine Gegenposition öffnet, das habe ich noch nicht verstanden. Also eben, man muss kein KYC machen, man muss keine Preisanfrage, sondern man kann selber den Preis anscheinend, glaube ich, bestimmen. Dann können die Leute, und ich weiß nicht, wie der Preis bestimmt wird. Also es sind noch relativ viele unbekannte Sachen. Und momentan sieht sehr vielversprechend aus und seit den nächsten Tagen, also momentan bin ich schon im Plus. Und dann werde ich mal schauen, wie lange ich drin bleibe. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich schon die 30, also wenn ich die 30 Tage drin bleibe, kriege ich einfach wieder 7000 Dollar plus. Und dann werde ich mal schauen, ob sich da was langfristig entwickelt oder ob ich ja, ob ich merke, ja, doch nicht da, wo ich dabei sein will. Also momentan, ja, ich werde schauen, was alles so im Februar auf mich zukommt. Und das ist das eine Protokoll, wo ich mich jetzt momentan beschäftige. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr fragen, dann kann ich ein bisschen schauen. Und sonst, ja, hoffe ich, ihr konntet was lernen über Opium. Und ja, wie ich jetzt momentan Liquidity Mining mache auf One Inch. Und der One Inch momentan entwickelt sich sehr gut. Also ich kann kurz noch erklären, wie es funktioniert. Also eben, zuerst müsst ihr diese Opiums kaufen hier auf One Inch. Also ihr kauft die am besten mit Ether, dann zahlt ihr nicht so viele Gebühren. Also ich habe jetzt zum Beispiel 10 Ether, dann kriege ich 844. Ich muss 50-50 haben, also wie bei Uniswap. Und dann gehe ich zum DAO, gehe ich hier drauf. Und dann gehe ich auf Pool. Und dann bei Pool kann ich hier Liquidity adden, also Provide Liquidity. Und dann müsst ihr jetzt hier was aufspringen, dann könnt ihr euch 50-50, könnt ihr das adden, also macht dann eigentlich Max oder hier Max.
Und dann müsst ihr zweimal, glaube ich, einen Smart Contract proven. Und dann von dort her müsst ihr jetzt dann, habt ihr dann diese Tokens. Und dann könnt ihr hier das dann adden. Also hier könnt ihr es dann depositen. Und dann habt ihr es dann drauf. Hier könnt ihr den Balance adden. Das Monat habe ich 2188 Tokens. Und hier verdiene ich dann $240 und dann im Monat 7000. Oder? Also momentan seht ihr, der Wert hat sich ein bisschen gesteigert. Von 35 ist das wieder hoch. Momentan, weil der Token ist ein bisschen schwankt, ein bisschen. Oder? Also, wir schauen mal. Opium. Okay. Momentan der Preis schwankt ein bisschen. Er wiegt sich so um zwischen 16 bis $20 momentan. Und ja, das ist jetzt das. Und also momentan die Market Cap ist erst bei 70 Millionen. Und theoretisch, wenn das richtig groß wird, kann das ein paar Milliarden werden. Und ja, also momentan, ich sehe da Chancen, was sie machen. Dass sie machen mehr Versicherung. Also es gibt mehr Möglichkeiten, Sachen zu versichern. Und da besteht eine sicher eine große Nachfrage in der Kryptowelt. Und die wird noch momentan nicht bedient. Oder? Das heißt, die Nachfrage, denke ich, ist da, aber es gibt mir noch keinen Problemlöser. Und Opium könnte wirklich der Problemlöser sein für diese ganzen Risiken, wo man sich dann relativ einfach versichern kann. Darum sehe ich da sehr viel Potenzial und kenne sonst so etwas nicht in dieser Art. Also so, ja, es wird auf jeden Fall spannend sein, da nachzuforschen und euch regelmäßig Updates zu geben. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.